Heute haben wir in den Lesungen vom Aussatz gehört und das ist etwas, was, also zumindest mir, aber ich vermute, aber auch euch, ziemlich fremd ist. Also Aussatz ist eine Krankheit, die in unseren Breitengraden nicht vorhanden ist. Es geht vor allem um Lepra und Ähnliches. Dennoch ist es die Lebenswirklichkeit vieler Menschen heutzutage. Aber mit uns hat es nicht etwas direkt zu tun. Deswegen ist es wichtig, hinzuschauen, was eigentlich hier geschieht. Also in der ersten Lesung haben wir so Regeln gehört, was ein Aussätziger tun soll, damit er wieder ein Teil der Gemeinschaft wird. Und bemerkenswert für mich ist, dass angeordnet wird, dass sich der Aussätzige einem Nachfolger Aarons zeigen soll, einem der levitischen Priester, und sie sollen entscheiden, ob er heil ist oder nicht. Die Aufgabe dieser levitischen Priester war nicht, Heilung zu bringen, sondern schlicht und einfach festzustellen, ob jemand wieder unter die Leute kann oder nicht. Also Lepra ist etwas Ansteckendes und andere Formen des Aussatzes, wie die Bibel das versteht, sind auch nicht so ohne. Es war zum Schutz für die Gemeinschaft. Aber man muss es sehen, das war nicht die Aufgabe der Priester, irgendwelche Heilung zu bringen, weil das ist auch die Überzeugung im Alten und im Neuen Testament, derjenige, der Heilung schenkt, ist Gott selbst. Im Evangelium sehen wir Jesus, der einem Aussätzigen begegnet. Da geschieht etwas Wichtiges, also gut, ein Wunder wie jedes andere bei Jesus, der Kranke wird geheilt. Also im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches für Jesus, für unsere Begriffe vielleicht schon. Aber für Jesus war es sozusagen das Alltagsgeschäft. Warum diese Geschichte erzählt wird, ist vielleicht auch dieser Vergleich damit, was wir in der ersten Lesung gehört haben, besonders weil auch Jesus darauf Bezug nimmt, ganz am Ende. In Jesus wird etwas sichtbar, was im Alten Testament schon angedeutet wird, dass Gott der Herr über das Leben und über den Tod ist. Und Jesus ist derjenige, der im Unterschied zu den levitischen Priestern einer ist, der Heilung schenkt. Jesus ist das Heil der Menschen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir am Ende unserer Tage bei ihm im Haus des Vaters sein werden, sondern er ist wirklich derjenige, der Heilung schenkt, wenn sie geschieht. Was man dafür tun kann, weiß ich nicht. Die Bibel hat auch kein Rezept dafür, wie man die Heilung von Gott erfahren kann. Es gibt viele Wege. Einige von denen sind auch sakramental in der Kirche. Heute wird gerne auch Krankensalbung gespendet, das Sakrament der Kranken. Aber in Jesus zeigt sich etwas ganz Wichtiges. Jesus ist nicht nur irgendeine dahergelaufene Rabbi, sondern er kann mehr als die levitischen Priester. Er hat die Macht zu heilen. Das ist das Entscheidende in der Geschichte. Dass Jesus dann noch versucht, gesetzestreu zu handeln, ist super wichtig für die Juden seiner Zeit, für uns nicht so von Bedeutung. Aber was der Kern der Botschaft ist, ist ziemlich klar. Jesus Christus ist Gott selber. Der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist. Und was hat das jetzt mit deinem und meinem Leben zu tun? Naja, aussätzig ist keiner von uns hier, aber ich vermute, im übertragenen Sinne fühlt man sich manchmal so. Und ich will jetzt nicht davon reden, dass, also, wenn du dich zu Christus bekennst, dann wirst du groß verfolgt und vor anderen missachtet. Nein, also es geht mehr um Persönliches. Es gibt im Leben eines jeden von uns Dinge, die man nicht zur Schau stellt, und das ist okay. Nicht alle müssen wissen,
wie dein Leben wirklich ausschaut und wie deine Fehler sind. Das ist nicht immer hilfreich. Aber diese Dinge gibt es in jedem von uns. Klein, groß, mehr oder weniger. Und Jesus möchte dir heute auch sagen, komm zu mir. Lass dich anschauen. Du brauchst keine Angst zu haben. Weil Jesus ist nicht einer, wie die Priester, von denen wir gehört haben, der dir sagen wird, das geht schon oder das geht nicht. Das tut man manchmal, also tue ich manchmal oder muss ich manchmal im Beichtstuhl tun, entscheiden, geht das oder geht das nicht. Aber Jesus ist nicht so wie ich. Jesus ist ganz anders. Er ist derjenige, der dich ansehen kann und er wird seinen Blick nicht abwenden. Was es auch ist, das dich schmerzt, was es auch ist, was dein Leben nicht so lebenswert macht. Ich kenne das so oft, wenn ich mit jungen Menschen spreche, höre ich immer wieder, dass sie sich selber nicht wertschätzen, weil sie zu dick sind, zu dünn sind, weil ihnen etwas an sich selber nicht gefällt, weil die Familie vielleicht nicht so ist, wie sie sich das wünschen, weil sie nicht das gute Smartphone kaufen können, das sie haben wollten. Es gibt verschiedene Gründe. Und mögen sie nach außen dumm erscheinen und vielleicht auch nicht, also nicht realitätsbezogen, wehtun tut es schon. Und dein Schmerz, den du in dir trägst, das, was du nicht zur Schau stellen willst, das ist genau das, wovon dieses Evangelium handelt. Das ist der Ort, an dem du Jesus begegnen kannst. Nicht nur in Freude deines Lebens, sondern besonders da, wo es schmerzt, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Der Punkt ist, man muss es wie diese Aussätzige machen, man muss zu Jesus kommen, ihn suchen. Und er lässt sich auch nicht immer leicht finden. Gott ist halt so. Manchmal habe ich so den Eindruck, der spielt ein bisschen Verstecken mit uns. Na, da erfährst du irgendwas im Gebet, vielleicht seine Nähe und in einer Minute ist es weg. Und dann suchst du 5 Jahre lang danach und findest es nicht. Warum Gott so ist, weiß ich nicht. Vielleicht erfährst du ihn auch anders. Wenn, dann ist es auch gut so. Eines erzählt uns das Evangelium heute. Er ist derjenige, der dich heilen kann. Aber ich sehe dann auch einen Weg, der zu Gott führen kann. Jesus sagt am Ende dieser Geschichte, diesem Aussätzigen, was er tun soll. Also er soll diese Vorschriften da einhalten. Das ist gut und nett, aber der Sinn dieser Vorschriften ist nicht nur, dass er wieder in die Gemeinschaft eingegliedert werden kann, sondern dass er Gott ein Opfer darbringt, dass er nicht vergisst, wer ihn geheilt hat. Heute könnte man sagen, dass man Gott lobt. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder stärker sehe, besonders dort in der Kirche, wo wirklich Leben anwesend ist, dass da, wo der Lobpreis aufsteigt, da kann man Gott leichter finden. Und es geht nicht nur um die tolle Musik bei den großen Jugendevents. Es ist nicht nur das. Der Lobpreis kann auch in völliger Stille geschehen oder wie dein Herz auch beten mag, das ist nicht so wichtig, die Form, die man von außen sieht, sondern was in deinem Herzen ist. Und wenn du dich in dieser Haltung übst, Gott für alles zu loben, so wie wir es in der zweiten Lesung gehört haben, ob dir esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut das zur Verherrlichung Gottes. Also lobt Gott in allem, was ihr tut. Das ist einer der sichersten Wege zu Gott, die ich kenne. Wenn du Gott
inständig und ständig lobst. Auch wenn du keine Lust darauf hast. Du musst nicht Lust haben, um Gott zu loben. Das ist nicht entscheidend. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Gott, ich möchte dich jetzt loben für das auf meine Art und Weise. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, tust es einfach. Und die Gefühle, die dabei anwesend sind, sind nicht so entscheidend, finde ich. Aber der Weg, den du dann beschreitest, ist ein sicherer Weg in die Gegenwart Gottes. Auf diesem Weg wirst du Jesus begegnen, so wie dieser Aussätzige ihm begegnet ist. Viel mehr braucht es nicht. Und ich wünsche euch allen, dass die letzten Tage, also vor der Fastenzeit, auch Tage sind, in denen ihr Gott begegnet. Ob ihr tanzt oder sitzt, das ist nicht entscheidend. Man kann Gott immer loben in allem, was er tut, was man tut. Das wünsche ich euch wirklich vom tiefsten Herzen.